Hallo meine Lieben, ich möchte euch diese schöne Shakuhachi darstellen. Das hier war eine Sonderbestellung. Das heißt, der Kunde hat gesagt, ich möchte eine Bindung, die grün ist. In diesem Fall so ein ganz helles Grün. Ja, und es zeigt sich immer, dass der eine oder andere Kunde doch einen besonderen Wunsch hat. Die ist 432 gestimmt. Zwingend notwendig ist, dass hier eine Membrane ist und dass hier eine Membrane ist. Was ist jetzt bei dieser Flöte problematisch? Ursprünglich müsste sie jetzt hier enden, um halt ein sauberes A zu haben. Also tue ich dann mental mir vorstellen, die Flöte ist jetzt so lang. Angenommen, sie ist jetzt so lang. Und dann brechne ich die Löcher, dann werden diese Löcher alle richtig gesetzt. Und dann, wenn ich die rausnehme, habe ich dann kein A. Aber da es ja nur so viel ist, kann man das sehr gut nachstimmen, indem ich hier dann einen Ring rein tue, also ein anderes Bambusrohr, was etwas kleiner ist, um hier es enger zu machen und so es ins A reinzustimmen. Und da wird nachgeschliffen, bis ich hier ein perfektes A habe. Also eine kleine aufwendige Sache, aber so wird die gemacht. Das heißt jetzt was? Das heißt, wenn ich sie spiele, habe ich ein sauberes A 432. Wunderbarer Klang. Ja, gut. Und diese Flöte natürlich kannst du jetzt nicht mehr kaufen. Die ist ja bestellt, aber du kannst hier auch deine Flöte bestellen. Du kannst hier ein A bestellen, du kannst hier ein C bestellen, du kannst hier ein D bestellen. Cis, weiß der Geier. Du kannst sie also so haben, wie du möchtest. Du kannst sagen, mir ist es wichtig, dass hier die Kerbe stimmt. Dir kann es egal sein, ob das Ende hier ist oder hier ist. Ehrlich gesagt, es ist auch egal, ob es jetzt hier ist oder hier. Das ist nur ein Wunsch. Dann klar, hier ist es so ein bisschen stärker, aber so viel Stärke ist dann auch wieder nicht. Daher würde es also keinen Unterschied machen, aber es ist natürlich eine wunderbare, schöne Sache. Sieht fast aus wie so ein Wurzelende, ist es aber nicht. Und du kannst auch sogar die Bindung selber wählen. Nun habe ich jetzt nicht die Bindungen alle frei im Shop. Ich habe jetzt nicht die 20 Farben, von denen du wählen kannst, sondern das ist natürlich eine Sache. Du sagst, ich möchte gerne rot oder orange oder grün oder blau oder rosa, weiß der Geier. Wobei rosa fände ich jetzt ein bisschen eigenartig für eine Shakuhachi. Ich schicke dir einfach den Shop, von dem ich die Farben kaufe. Und dann wählst du die Farbe. Das ist ganz wichtig, weil diese Flöte kannst du nicht zurückgeben. Also wenn eine Flöte nach deinen Wünschen bestellst, dann kannst du sie natürlich nicht zurückgeben. Ich kann jetzt nicht für jeden Rückgang eine neue Kategorie anlegen, dass ich sie wieder verkaufe. Und dann müsste ich sie auch wieder von streichen und lackieren und so. Das ist also so umständlich. Daher ist das eine Flöte nach Bestellung, nach Forschung des Kunden, und da entfällt natürlich das Rückgaberecht. Du kannst auch kein T-Shirt kaufen mit deinem Namen drauf und es zurückgeben. Das geht ja nicht. Und daher ist es wichtig, dass du die Farbe selber wählst. Und jede Farbe hat eine Nummer. Und dann sagst du, ich möchte diese Nummer mal holen. Und dann kaufe ich diesen Garn und mache die Bindung. Auch hier war die Wahl 13 Bindungen. Ich muss sagen, das sind ein bisschen viele Bindungen. Also drei kann man hier verkraften. Hier hätte man zwei, ja auch drei verkraften. Der ist überflüssig. Der ist überflüssig, den hätte ich mittig gemacht, aber der Kunde möchte unbedingt 13 Bindungen, also mache ich das auch. Und da habe ich dann eben 13 Bindungen gemacht. So, und alles berechne ich dann haargenau und schicke dann die Rechnung, und du musst dann dir natürlich in Vorkasse zahlen, und dann baue ich dir diese Flöte. Ja, wollte ich gezeigt haben, die Flöte, wie nenne ich denn jetzt diese Flöte hier? Flöte nach Kundenwunsch. Shakuhachi nach Maß, ich weiß es noch nicht. Aber die, wenn du in den Shop gehst, willst du unter Shakuhachi natürlich finden, die Shakuhachi nach Maß. Das wäre vielleicht ein Name, der passend ist. Vielen Dank.